思いました。Fass das bitte nicht an. Das ist sehr sensible Technik. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig... Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Und wenn du das... Oh, ich habe schon vor 30 Jahren gewartet. Dieser rote Ball sieht nicht so aus wie die anderen Bälle. Sie lässt mich nicht nach. Oh, das Ding ist mir zu kompliziert. Warum gibt es keine Kaffeemaschinen? Da kann ich nicht hochklettern. Thank you.
Schon wieder so ein merkwürdiges Erdbeben. Beam mich hoch, Scotty. Oh, es funktioniert wieder. Ah, die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Wie immer, falsches Spiel. Hoffentlich bekomme ich keinen Schlag. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpassen, ich würde es tun. Eine Kassette? Da ist keine Kassette drin. Eine Kassette drin, aber die scheint am Ende zu sein. Eine Kassette? Da tut sich nichts. Nein, das ist nur was für Nerds. Jetzt sollte man sie wieder anhören können. So sollte es gehen. Wir haben die Katakomben verriegelt. Das Experiment ist gescheitert. Subjekt Nummer 4 ist unzurechnungsfähig und unkontrollierbar geworden. Es wird davon abgeraten, die Geheimtür jemals wieder zu entriegeln. Sollte es dennoch notwendig werden, muss die Fernbedienung auf den Computer gerichtet und folgender Zahlencode eingegeben werden. 1, 2, 3, 4, 5. Das war sehr seltsam. Eine Kassette. Die passen. Okay, dann wollen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, es hat geklappt. Dahinter ist ja ein Raum. Ich lasse lieber alles so, wie es ist.
wirklich aufgetrieben? Okay, ich gebe es offiziell zu. Du bist nerdiger als ich. Pass auf, ich zeige dir mal was. Um ehrlich zu sein, ich wäre auch so mit dir ins Bett gegangen. Aber hier sind überall Kameras und das ist ziemlich unromantisch. Wir könnten unser Date bei dir fortsetzen. Ich muss noch aufräumen. Dann sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lass mich aber nicht zu lange warten. Mist, ich muss unbedingt ein Zimmer auftreiben. Wir könnten unser Date... Ich muss noch... Dann sag, lass mich... Mist, ich muss unbedingt ein Zimmer auftreiben. Was war das denn für ein Erdbeben vorhin? Hat sich glatt so angehört, als käme es direkt von unter der Straße. Keine Ahnung, wovon du redest. War schon wieder ein Erdbeben? Meine prächtigste Jagdtrophäe hat es jedenfalls nicht überlebt. Verlass nie das Haus ohne einen Elchkopf. Romantisch. Das lässt sich nicht kombinieren. Jetzt ist er weiß. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Das wären zu viele Biokulturen auf einmal. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Hast du vielleicht ein Zimmer? Du weißt schon. Ja, das... Wenn du bezahlst... Vielleicht kann ich... Besorge mir noch die neuen Zutaten für das Barbarenbräu. Dann bekomm... Ich war im... Man kann auch in den Knast kommen. Also... Bis später, Lefty. Eher nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu beschleunigen. Du hast es zwar sehr wörtlich genommen, aber ich denke, das haut hin.
Etwas, um den Geschmack und Duft des Bieres zu verstärken. Oh ja. Das riecht tatsächlich sehr außergewöhnlich. Perfekt. Alle Zutaten sind beisammen. Ich weiß jetzt schon, dass das ein gutes Bier wird. Vielleicht sogar eins, das keinen Ausschlag mitbringt. Und da Aaron ausgezogen ist, kannst du jetzt gerne das Zimmer oben für dich benutzen. Solange ich noch ein paar kleinere Anpassungen am neuen Barbarenbräu vornehmen muss, darfst du auch gern etwas in der Brauerei mixen. Vielleicht noch Bibergeil rein oder Krötensekret. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Damit könnte ich höchstens bei einem Kartrennen etwas anfangen. Bitte verklagt uns nicht. Sieht so aus, als wäre die Gentrifizierung in vollem Gange. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Bis später, Lefty. Es kommt noch nichts raus. Wie auch? Du musst ja erst was in der Braumaschine anrühren. Einer reicht, sonst bekomme ich noch einen ab, der nach Wurst riecht. Abrechnung über Prune Paul abgeschlossen. Ich muss nicht dafür bezahlen. Das wird dir von deinem imaginären Praktikantengehalt abgezogen. Abrechnung über Prune Paul. Abrechnung über Prune Paul abgeschlossen. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Diese Schachfigur hat mich schon die ganze Zeit an irgendwas erinnert. Jetzt weiß ich auch an was. Das lässt sich nicht kombinieren. Das gehört, glaube ich, eher in einen asiatischen Hintern. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Thank you.
Frau Engel. Viel Spaß beim Training. Die Melone sieht zwar sehr ähnlich aus, aber ohne die Löcher würde er es merken. Das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Hey, Lance. Hm? Gib mir noch einen Moment, ich muss etwas besorgen. Puh. Ich bin ziemlich ausgepowert. Meine Uhr ist auch leer. Kann ich verstehen, dass sie die Schnauze voll hat. Was? Psst. Was machst du jetzt mit der Uhr? Die hängt am Stromnetz. Es läuft auch gerade ein Software-Update. Also drück bitte nicht auf ihr rum, sonst kommen die Einstellungen durcheinander. Wusstest du, dass der Körper in den ersten 30 Minuten nach einem Training am besten die Nährstoffe wieder aufnehmen kann? Du könntest auch was anderes aufnehmen. Jedenfalls hat meine Uhr gesagt, dass ich jetzt meinen organischen Proteinshake trinken soll. Kannst du Steven vorne am Eingang vielleicht nach meinem Shake fragen? Klar doch. Diana meint, du hättest ihren Proteinshake. Du meinst ihren Supermix? Der ist alle. Hab ich selbst gebraucht für meinen Buddy. Und der besteht auf organischen Zutaten. Und die wachsen ja nicht auf Bäumen. Wenn du meinst, was genau brauche ich für diesen Proteinshake? Darin gehört eine frische Gurke, das massige Vitamin C von Grünkohl und Protein für die Muskeln. Natürlich muss es auf Sojabasis gemischt werden, damit es einen speziellen Geschmack erhält. Aber alles muss in einer starken Zentrifuge geschleudert werden, damit alles gut verrührt ist. Okay, dann weiß ich Bescheid. Bleiben Sie fit im Schritt. Proteine für die Muskeln. Vitamin C vom Grünkohl. Die Öffnung ist zu eng, das passt nicht rein. Oh, Flashback. War nur Spaß. Eine Sojabasis für den speziellen Geschmack. Das ist keine gute Zutat. Oh nein. Jetzt sind alle Zutaten drin. Was hast du da gebraut, Larry? Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Art Proteinshake. Darauf stehen doch diese ganzen Hipster. Würdest du mir den Rest vielleicht überlassen? Dann nehme ich das in mein Sortiment auf. Ja, sicher. Thank you.
Okay, gut. So, dann gehen wir es an. Jetzt wird mit 40 gemischt. Mikrofon war ausgeschalten. Hat auch keiner was gesagt. Na gut. Dann hätten wir das fertig gemischt. Ach nö, ich wollte woanders hin. Hallo, Herr Fuengel. So, dann geben wir das. Ich habe hier deinen Proteinshake. Sehr gut. Ich habe schon 9 Trainingseinheiten hinter mir. Ist auch alles drin? Jede Zutat. Dann mal her damit. Das ist meine einzige Mahlzeit heute. Oha. Moment mal. Schmecke ich da etwa Gluten? Naja, es kann sein, dass da noch ein paar Spuren von Lefties Bier drin sind. Oh Gott. Weißt du, was passiert, wenn meine Uhr die ungesunden Stoffe in meinem Blut bemerkt? Ich habe das Gefühl, dass man sehen kann, wie ich altere. Ich muss sofort laufen. Dann wollen wir mal sehen, was sich da verstellen lässt. Was glaubst du, was du da machst? Bist du etwa eifersüchtig, dass ich nicht an dir rumfummel? Ich fange gleich ganz laut an zu klingeln, wenn du es nicht sagst. Ruhe, ist ja gut. Ich will nur diese verdammte Uhr zum Schweigen bringen, damit sie nicht dauernd Diana aufscheucht. Diana ist eine totale Geißel der Erwartungshaltung der Gesellschaft geworden und wird von Technologie, die ja eigentlich den Alltag erleichtern sollte, völlig unter Druck gesetzt. Dabei wirkt sie entschlossen, zielstrebig und ist obendrein wunderschön. Warum sollte sie nicht ihr Leben genießen dürfen? Deshalb werde ich jetzt dieses Ding hier manipulieren. Du könntest auch in ihr Trainingsprogramm eintragen, dass sie Sex mit dir haben soll. Pi? Ja? Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, warum alle Leute so ein Smartphone haben. Bitte ruiniere den Moment nicht. Larry, ich habe genug. Ich habe deine Uhr nicht angefasst. Was? Egal. Jedenfalls lasse ich mir von dieser Uhr nichts mehr vorschreiben. Die kontrolliert mein gesamtes Leben. Und davon habe ich die Schnauze. Ich werde sie ab sofort nur noch benutzen, wofür Uhren erfunden wurden. Um mir die Uhrzeit sagen zu lassen. Aber du hast da später noch einen wichtigen Termin. Vergiss Termine. Wir haben jetzt unser Date. Ich will, dass du mir zeigst, wie man das Leben wieder genießt. Hast du ein Zimmer, in dem wir ungestört sind? Da hätte ich was. Weißt du, Larry, ich habe mich die letzte Zeit nur von dieser Uhr antreiben lassen. Dabei habe ich vergessen, dass es auch andere Dinge gibt, die mir gut tun. Disco? Nein, Larry. Sex. So, das tut mir auch gut. Zur Sache, Larry. Achtung, nächste Trainingseinheit, 30 Minuten wilder, heißer Sex mit Larry Neffer. Was? Oh, ich glaube, das war mein Name. Nein, diese Uhr hat mir gar nichts mehr zu sagen. Ich mache jetzt nur noch das Gegenteil von dem, was sie mir sagt. Nein. Mir echt die Augen geöffnet, Larry. Ab jetzt picke ich mir wieder die Rosinen raus und esse sie auch noch. Wir waren schon auf einem guten Weg. Ich mache jetzt erstmal Detox. Und zwar digital. Wenn es um Schwitzen geht, kann ich helfen. Du hast mir schon genug geholfen, Larry. Als letzte Amtshandlung meines alten Lebens gebe ich dir eine Top-Bewertung bei Timber. Kannst du sie mir nicht geben, nachdem wir unser Workout gemacht haben? Ich muss mich selbst finden, Larry. Aber danke für das Angebot. Na toll, wieder nix. Aber andere Sachen wären mir lieber gewesen.
Jetzt müsste ich doch ganz nah an den 90 Timber-Punkten sein, oder? Dein Punktestand bei Timber ist 31. Hm. Na toll. Das reicht noch nicht. Was ist jetzt mit dem Vorführgerät für die Präsentation los? Ist alles fertig? Das Gerät muss exakt nach den Spezifikationen vorbereitet werden. Ist die Technik dran? Ruhe. Außerdem, ich muss nachdenken. Ich muss wissen, was los ist, Faith. Die neue Version der P-Software hat noch Fehler. Der Kontakt mit diesem jämmerlichen Wicht hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Wenn wir die Präsentation verschieben müssen, hat das ein böses Nachspiel. Auf keinen Fall. Wir haben es zu lange geplant. Jetzt alles zu verschieben wäre ein Eingeständnis eines Scheiterns. Der Aktienkurs würde einbrechen. Das Vorführgerät muss einfach neu justiert werden. Ich kümmere mich darum. Du hältst dich schön aus allem raus. Fast wären sie hinter unser Geheimnis gekommen. Du weißt, was dann als nächstes passieren würde. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Aha. Neue Timber-Vorschläge. Na dann. Aber was haben wir da jetzt da in der Box? Und wieder in leeren Becher, okay. Oh Gott. Heilige Salami, okay. Ja, hoffentlich treffen wir diese Maxime Payne. Ja, sonst gibt es eh nichts Neues. Der Bömmelmann. Batsch, ja, Barnickel. Ja, sonst haben wir schon alle, ne? Ja, und jetzt also, klicken wir da nochmal alle durch einfach. Und da war jetzt irgendeine neue dabei. Okay. Na komm, schließt es wieder. Naja, gut. So, gibt's jetzt was Neues? Ich muss auf jeden Fall muss ich noch irgendwas machen. Na gut. Schauen wir da wieder mal rein. Sagen wir, dass wir ein Zimmer haben. Jetzt haben wir ja das fertig gebraut. Wir könnten unser Date bei dir. Klar, wir können in mein Liebes. Larry, ich bin jetzt zu allem bereit. Aber nicht zu stinknormalem Sex. Es gibt auch andere? Nein. Wir als Cosplayer müssen etwas Besonderes daraus machen. Ich möchte einen Einhornkopf und einen Einhornschwanz tragen, wenn wir miteinander verschmelzen. Kann ja nicht sein, dass nur du dich verkleidest. Und hier ist es irgendwie ziemlich unromantisch. Wie wäre es mit Disco-Beleuchtung? Du weißt schon, ganz viele kleine Punktlichter. Das würde auch gut zu deinem Outfit passen. Ich schau mal, was sich auftreiben lässt.
Naja. Das können wir ja schon mal geben, oder? Der sieht super aus. Kannst du mir helfen, den anzuziehen? Aber gern doch. Mhm. Nö. Aha. Mhm. Und steht er mir? Nicht nur dir. Fehlt nur noch der Einhornkopf. Uiuiuiuiui. Einfach so reingefloppt. Na gut. Dann werden wir da jetzt so den Elchkopf austauschen. Vielleicht könnte das die Alte täuschen, aber der Elchkopf sieht dem Einhornkopf noch nicht ähnlich genug. Das lässt sich nicht kombinieren. Wie ein Einhorn. Nein, dafür ist der Knochen nicht spitz genug. Okay, ich bin im Bilder. Ich bin sowas von im Bilder. Die müssen wir wieder da lassen. So, dann werden wir da einmal. Bloom Office. Na, perfekt. Klebt wie von selbst. Na bitte. Ah, jetzt ist die weg. Jetzt können wir sich das da anschauen. Dieser rote Ball sieht nicht so aus wie die. Jetzt bin ich gespannt. Was zum ist das? Eine Leiche? Das muss Naris verschwundener Assistent sein. Da ist noch mehr von ihm. Den braucht er nicht mehr. Ich frage mich sowieso, warum er den bei sich hatte. Ich habe genug von ihm freigelegt. Nein. Okay, passt. Dann gehen wir jetzt da. Darunter. Ah, jetzt können wir auch gleich in die Wassermelone die Löcher reinmachen. Brunstunger. Dann machen wir das gleich, bevor wir das vergessen. So, dann fahren wir jetzt nach Haus. Also na, Blödsinn, wir müssen da erst den Kopf austauschen.
Das könnte funktionieren. Sie wird sicher nicht bemerken, dass das ein anderer Kopf ist. Ja, schaut gut aus. Sehr gut, jetzt fahren wir nach Hause. Und jetzt geht's rund. Achso, nein, wir müssen ja dann auch irgendeine Disco-Beleuchtung machen. Ich glaube, das überlasse ich Nari. Ich möchte einen Einhornkopf und einen Einhornschwanz tragen, wenn wir miteinander verschmelzen. Kann ja nicht sein, dass nur du dich... Und hier ist es irgendwie ziemlich... Wie wäre es mit Disco-Beleuchtung? Disco-Beleuchtung. Du hast ganz viele kleine Punktlichter. Das würde auch gut zu deinem Outfit passen. Ich schau mal, was sich auftreiben lässt. Na gut, das heißt, wir brauchen jetzt noch Disco-Beleuchtung. Und den da vielleicht irgendwie dran tun. Klick. Unromantisch. Eher nicht. Okay, gut. Dann müssen wir uns da was einfallen lassen. So, na gut. Disco-Beleuchtung. Naja, vielleicht sollen wir diese Bowlingkugel, vielleicht spielen wir da dann irgendwas frei. Austauschen. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Schwupps. Hey. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen, ehrlich gesagt. Das hilft mir nicht. Hey, Lance. Gib mir noch einen Moment. Das müssen wir noch besorgen. Und sonst auch. So. Jetzt stehe ich an, ehrlich gesagt. Da kann man nichts mehr machen, ne? Nehme ich nicht mit. Nein. Hallo. Wir sehen uns später. Mhm.
Disco-Beleuchtung. Naja, pass auf, dann schauen wir sich das einmal an. Vielleicht da irgendwas. Ich kann jetzt auch drinnen mit Tuck reden. Was gibt's? Ist Tuck zu. Sie wohnt. Da muss ja irgendwie eine Disco-Beleuchtung geben, oder? Meine Hände müssen nicht geschmiert werden. Zumindest noch nicht. USB-Stick. Die Bowlingkugel vielleicht, warum auch immer. Besser nicht. An die entscheidenden Stellen komme ich nicht ran. Schade. Okay, da gibt's einmal nichts. Wie läuft's im Club? War ein einziger. Die Klack. Hab mich. Danke, Larry. Bleib wachsam. Dann schauen wir da oben einmal rauf, ne? Mit der Zugangskarte. Ganz oben. Und was man da Tolles noch machen kann. Ich glaube nicht, dass da eine Pi. Das ist nur eine Anzeige. Nope. Gut, dann fahren wir da ein Stockwerk weiter runter, weil ich glaube, dann können wir die Daten auf dem USB-Stick speichern einmal, dann hätten wir das einmal fertig vielleicht. Proven Store. Ach nein, wir hätten ins Tech-Labor müssen gleich, oder? Ach Gottchen. Prune Office war das. Ah, so gut. Jetzt können wir mit dem USB-Stick die Sachen da machen, oder? Der Computer ist gesperrt. Wird offenbar über den DNA-Scanner freigegeben. Meine Gene würden sicher für tolle Kinder sorgen, aber meine DNA entsperrt nicht den Rechner. Nein. Zweitens. Genau. Wir müssen einen Angestellten finden, der die Berechtigung hat und ihm irgendwie seine DNA entnehmen. Ich habe genug von ihm freigelegt.
Ich habe genug von ihm freigelegt. Das ist gut so, wie es ist. Naja. Besser nicht. Aber das sind ja seine DNA oben, ne? Ja, Fingerabdruck da drauf vielleicht? Das hilft mir nicht. Der getrocknete Speichel am Ball könnte eventuell den DNA-Scanner entriegeln. Aber ich bekomme ihn nicht raus. Der hat sich festgebissen. Irgendwas Schweres müsste dagegen rammen. Die Kugel ist mir zu schwer, um das auf die Kette zu kriegen. Naja, du wolltest es schwer. Sowas zu ertrinken. So, was Schweres dagegen rammen. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Die Kugel ist mir zu schwer, um das auf die Kette zu kriegen. Ah, vielleicht von oben die Kugel da reinwerfen. Über diese Rutsche vielleicht. Na bitte. Jetzt müssen wir da runter, ne? Sprout Office. Transferiert. Hoffentlich kann Arno mit den Daten etwas anfangen. Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt einmal zu dieser Transe gehen. Der geht nur mit Zugangskarte. Ach Gott, ja. So, weil dann könnte man eventuell auch wir müssen dann nach Hause und dann dort reinreisen, glaube ich. So, Geheimgang ins Gefängnis. Ich glaube, ich habe bei der Leibesvisitation meine Armbanduhr verloren. Du Schlingel, willst dir doch nur eine zweite Runde ergaunern. Wenn ich es mir genauer überlege, hatte ich gar... Typisch Braut, die sich nicht traut. Schau nur, wie spät es ist. Ich muss los. Ich komme später wieder. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. So, dann gehen wir dir mal den Steak. Hast du die Daten aus dem Hauptquartier? Hier, bitte. Sehr gut. Ich bin gespannt, was du gefunden hast. Was ist nur mit unserem Date?
Später. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und melde mich dann bei dir. Aha. Dings, Pi, wo ist sie bei Timber? Anu Singh wird nicht mehr als Kontakt angezeigt. Verdammt. Es lässt sich nicht mehr anlocken. Ich würde rankommen, aber ich habe keinen Stempel. Diese Lichterkette kann man nicht nehmen, ne? Sorry, Tuck. Du hast die Göttin und nimm sie weg. Ah, das könnte ihn aber gefallen, glaube ich. Viel Spaß beim Training. So gut, das heißt. Hey Lance. Hm? Schau mal, das Poster von Lady Gag. Glaubst du an Schwulen-Ikonen wie diese? Was gibt es da zu glauben? Natürlich ist sie real. Check. Lance glaubt jetzt an Schwulen-Ikonen. Was? Was ist denn verkehrt mit dir, Larry? Gib mir noch einen Moment. Ich muss etwas besorgen. Oh Gott. Das hilft mir nicht. Die Luft aus den Ballons hat die Puppe aufgeblasen. Hey, Lance. Hm? Schau mal. Okay. Die Puppe. Ist diese Puppe nicht scheußlich? Um Himmels Willen, das sieht ja abartig aus, Larry. Wo hast du die denn bloß aufgetrieben? Check. Lance hat sich eingestanden, dass er Frauenkörper abartig findet. Was? Jetzt reicht es. Warum zeigst du mir diesen Kram? Wegen so oberflächlichen Leuten wie dir wollte ich nicht, dass andere wissen, dass ich schwul bin. Aber ihr geht mir sogar auf die Nerven, wenn ich so tue, als wäre ich hetero. Wenn du es unbedingt hören willst. Ich bin schwul. Und das ist auch gut so. Warte mal. Ich habe Dick zurückgewiesen. Ich habe ihm total mies das Herz gebrochen. Dabei will ich ihn doch auch. Du könntest deine Rumnerverei wieder gut machen. Ein wenig zumindest. Keine Sorge. Ich verstehe was vom Verkuppeln. Was bei Frauen funktioniert, kann bei dir doch nicht falsch sein. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. So, passt. Jetzt müssen wir zu dem gehen. Bleiben Sie fit, dem Fred. Hey Dick, gute Nachrichten. Lance ist schwul. Sag bloß. Ich meine, er will wieder mit dir zusammen sein. Wirklich? Ach Larry, so einfach ist das nicht. Als wir uns getrennt haben, hat er mein Geschenk ins Meer geworfen. Ich kann ihm erst verzeihen, wenn er sich entschuldigt und einsieht, dass er Mist gebaut hat. Was war mit dem Geschenk passiert? Ach, das war am Pier. Lance hat es weggeworfen. Ins Meer. Bis später. Okay. Passt, wir wissen, was geht. Wir fahren auf den Pier. Und da werden wir jetzt in Mist durchgraben.
etwas Funkelndes zwischen dem ganzen Treibgut. Ist vielleicht... Ja, das muss das Geschenk von Dick für Lance sein. Ehering, okay, passt. Hallo, Herr Fuengel. Dann schauen wir mal. Jetzt Dick treffen? Ja, aber letztes Mal habe ich ihn so sehr vor den Kopf gestoßen. Ich muss mich irgendwie bei Dick... Bis dann. Muss ich irgendwie bei ihm entschuldigen, naja, na. Dick wollte dir einen Antrag machen. Du hast den Ring gefunden? Ja, am Pier. Ach, Dick war so romantisch. Und ich habe ihn beleidigt und sein Geschenk weggeworfen. Ich habe richtig Scheiße gebaut, Larry. Ich muss mich bei Dick entschuldigen. Aber ich kann ihm nicht einfach so unter die Augen treten. Oh Gott. Wir hatten diese romantische Nacht mit einer Flasche Dom Pérignon. Wenn ich wieder so eine Flasche hätte, könnte ich mich bei Dick entschuldigen. Naja gut, dann holen wir diese Flasche. Bleiben Sie fit im Freund. Und wieder auf dem Bier. Ich nehme sie noch mal mit. So, dann gehen wir wieder zurück. So. Na gut, dann gehen wir jetzt zu den rüber. Und geben die Flasche. Hallo, Herr Fuengel. Ja, hallo, Herr Fuengel. Champagner. An diesen Fusel habe ich wunderbare Erinnerungen. Da gab es diese romantische Nacht. Ich habe richtig Scheiße gebaut, Larry. Wenn ich nichts tue, verliere ich Dick für immer. Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun, Larry? Von Orgien habe ich erst... Nein. Du musst eine Hochzeit vorbereiten. Jetzt mache ich Dick einen Antrag und dann werden wir direkt heiraten. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich muss es versuchen. Am Pier gibt es diese Hochzeitskapelle. Ja. Der Priester ist aber seit einiger Zeit verschwunden. Kannst du ihn vielleicht suchen? Ich schreibe in der Zeit meine Hochzeitsrede. Dann musst du mir aber auch ein... Klar. Was willst du? Wenn ich mich darum kümmere, gibst du mir bei Timber die Höchstpunktzahl? Okay, abgemacht. Ach so, besorge bitte auch noch einen Ring für Dick und stelle die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühl. Und erzähle bitte Dick nichts davon. Es soll eine Überraschung sein. Geht klar. Naja gut, zwei Ringe haben wir. Und jetzt müssen wir noch diesen komischen Priester finden, ne? Bleiben Sie fit im Freund und sonst auch. So.
Was gibt's? Weißt du, wo der Priester aus der Hochzeitskapelle ist? Ach, du meinst die Priesterin? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Bis später. Pass auf, dann machen wir das einmal. Das hält die Flasche schön kühl. So. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. So, das heißt, wir müssen da jetzt herumfragen, wo dieser diese Priesterin sein könnte. Weißt du, wo die Priesterin von der Hochzeitskapelle ist? Ach, du meinst die Priesterin, Tuck. Habe ich heute noch nicht gesehen. Ah, okay. Bis später. Bist du die Priesterin von der Hochzeitskapelle am Pier 69? Wer sonst, mein Lieber, wer sonst? Ich bin Trauzeuge und soll jemanden finden, der eine Ehezeremonie vollführen kann. Das klingt nach einem Job für Tuck R. Dale, Queen der Herzen, Rächerin der Erbenden und Drag-Ikone. Ich brauche etwas Zeit, um alles vorzubereiten und mich von meinem Daddy zu verabschieden. Bitte geh einfach! Ihn nehmen Abschiede immer sehr Wirklich? Geh einfach! Tu mir einen Gefallen. Bereite schon mal meinen Altar am Pier vor. Hier sind die Schlüssel. Du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe. Na, alles klar. Der Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Ja, dann haben wir eh mit Blumen. Willst du gar nicht wissen, wer heiratet? Schätzchen, ich bin von Kopf bis Fußend. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist, treffen wir uns dort. Okay, passt. So. Dann ab auf ein Bier. Also die Kerzen und sowas sind da drinnen, hat es gesagt. Hat er, der die das gesagt. Mal schauen, was da drin ist. Okay, so wie Tuck gesagt hat. Das Buch der Liebe, Kerzen und eine komische Fernbedienung, die aussieht wie ein Bär. Die ist bestimmt für den gruseligen Animatronikbären, der die Hochzeitsmusik spielt. Typisch Tuck. Okay. Buchständer, aber das Buch der Liebe ist am richtigen Platz. Jetzt müssen wir noch die Kerzen darauf tun. Jetzt nur noch anzünden. Naja, da haben wir das Streichhölzer irgendwo. Wo waren die da? Check, die Kerzen sind jetzt an. Perfekt, dann können wir im Prinzip den einen
Bescheid geben. So, aber den dürfen wir jetzt davon nicht sagen. Hallo, Herr Frengel. Hallo, Herr Frengel. Alles erledigt. Hast du auch schon den Ring für Dick besorgt? Und die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühlgestellt? Für die Hochzeit ist... Danke. Dann fehlt jetzt nur noch der zweite Bräutigam. Kannst du Dick vielleicht irgendwie dazu bringen, mit dir zum Pier zu kommen? Ich warte doch. Ich lass mir was ein. Okay. Sag mir Bescheid, wenn alles bereit ist. Wie fit denn Fred? Und sonst auch? Ja, ist alles klar. So, dann reden wir mit denen einmal. Komm, wir gehen mal ans Pier. Warum sollte ich das tun? Spielen wir an den Boden. Ach, warum nicht? Dann komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Was ist hier los? Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Süßen. Hochzeit? Lance? Larry, war das deine Idee? Das war alles Lance' Idee. Ich habe nur ein bisschen geschmückt. Larry hat mir sehr geholfen, aber es war meine Entscheidung, das zu tun. Ich möchte mit dir zusammen sein, Dick. Ich weiß das jetzt. Das möchte ich auch, Lance. Es ist mir egal, was andere Leute denken. Psst, die Musik, Larry. Ja, genau. Liebe Liebenden, wir haben uns hier versammelt, weil es nichts Schöneres gibt als dieses Outfit. Sehe ich nicht umwerfend aus? Und natürlich, wenn sich zwei einsame Herzen gefunden haben, um zu einem großen Herzen zu werden. Daher frage ich dich, wie ist dein Name, Hübscher? Lance Straightman. Ja, schon gut. Und auch dich. Kleiner, dein Name? Richard Ryder. Natürlich. Also, wollt ihr zwei Zuckermäulchen den regenbogenbunten Bund der Ehe eingehen? Ja, ich will. Ja, ich will. Mehr als alles andere. Oh, herrje. Auf Hochzeiten muss ich immer flennen wie ein Promi, dessen Cloud gehackt wurde. Ruhe! Hat außer ihr sonst noch wer geredet? Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Bay. Hast du die Ringe, Larry? Danke, Larry. Nein, das ist der Ring für Dick. Danke, Larry. Der Ring ist etwas feminin. Ach, der wird dir schon stehen. Und wie meine Göttin schon sagte, wie zur Hölle sollst du jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Kriege ich ein Amen, Schwestern? Amen? Möge die Trauung beginnen. Na bitte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ohne dich hätten wir... Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Wir haben dir natürlich bei Timber die höchstmögliche Punktzahl gegeben, mein kleiner Amor. Oh, danke. Das hatte ich schon total vergessen. Was habt ihr jetzt vor? Eine kleine Hochzeitsreise. Vielleicht nach Cancun? Klingt passend. Und was wird jetzt aus dir? Zwei der drei heißesten Typen aus New Lost Wages sind nun vergeben. Larry hat schon ein Ziel im Visier, nicht wahr? Oh ja. Faith, hier komme ich. Meine Punktzahl bei Timber muss doch jetzt gewaltig sein. Dein Punktestand bei Timber ist 33. Nicht genug Gott. Für Faith.
Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Daphne. Und die haben wir eh schon alle jetzt, oder? So, dann schauen wir jetzt einmal. Ich auf jeden Fall mal irgendeine Beleuchtungsdingensen. Damit bin ich vorerst fertig. Nein, die Blumen passen da gut hin. Ich will mich doch nicht verbrennen. Damit bin ich vorerst fertig. Damit bin ich vorerst fertig. Das hilft mir nicht. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie... die Beleuchtung da anders machen, ne? Aber wie? Kann ich dir helfen, Larry? Also... ja. Bis später, Lefty. Da gibt's nichts Tolles. Gut. Kann man da das vielleicht irgendwie? Das ist gut so, wie es ist. Würde ihr bestimmt nicht gefallen. Besser nicht. Wie eine Disco-Kugel. Ah, wie in den guten alten Zeiten. Sehr gut, aber jetzt geht da was, oder? Larry, du hast es geschafft. Romantisches Licht, mein Kostüm. Was jetzt kommt, hast du dir redlich verdient. Und da ich in deinem Timber-Profil gesehen habe, dass du auf Scroonicorn stehst, werde ich dir diesen Wunsch erfüllen. Du darfst alles mit mir tun, was du willst. Das machen schließlich auch alle anderen. Hm? Okay, das Sicherheitswort ist Approximationsalgorithmus. Aber du musst es sehr deutlich aussprechen. Wird vielleicht mit Ball im Mund nicht so einfach. Kein Problem, Baby. Obwohl... was? Ja, jetzt geht's rund. Wie
Wie war es so mit Ich möchte nicht darüber reden. So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Komm, setz dich. Nein, danke. Ich stehe lieber. Ich kann es kaum erwarten, meine neue Timber-Punktzahl zu hören. Dein Punktestand bei Timber ist 38. Naja, immerhin wieder etwas mehr. Was ist der Status unseres neuen Modells? Sind endlich alle Fehler ausgebügelt? Fast. Es müssen noch ein paar Haltbarkeitstests durchgeführt werden. Außerdem wird die neue P-Software noch kalibriert. Solange dieser Prototyp nicht wieder in irgendeiner Pisslache auftaucht, ist alles auf Spur. Ich verstehe dein Problem nicht. Du bist ganz oben. Du kannst jede und jeden haben. Die Leute vergöttern dich. Und dann beschließt du dich ausgerechnet in dem Laden, den wir noch nicht platt gemacht haben, maßlos zu besaufen und verlierst den Prototypen? Der muss mir irgendwas in dieses seltsame Bier gemischt. Du bringst alles in Gefahr, wofür wir jahrelang gearbeitet haben. Vergiss nicht unseren Deal. Natürlich nicht. Niemals. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Na, dann zeig her mal. So, das waren dann eh alle wieder wahrscheinlich, ne? So, gibt's bei dem jetzt sonst noch etwas Neues? Also, bis später, Lefty. So, jetzt filmen wir da ein bisschen. Dann reden wir noch einmal mit denen. Was ist das? Eingehender Anruf von Anu Singh. Möchtest du ihn annehmen, Larry? Anrufe von meinen Verehrerinnen nehme ich doch immer an. Anruf wird angenommen. Larry? Ich wusste doch, dass du meinem Charme nicht widerstehen kannst. Bist du bereit für unser Date? Larry, triff mich bitte sofort im Salon de Lézard. Bin schon unterwegs, Baby. Ich wusste, dass sie es nicht lange ohne mich aushält. Ja, genau. Naja, na gut, dann geht's da eh weiter. Ich weiß zwar nicht, woher deine Informationen stammen, aber du hast nichts gegen Prune in der Hand. Sei dir da mal nicht so sicher, BJ. Du kannst Prune nicht aufhalten. Die Keynote steht bevor und das neue P-Phone wird sich noch besser verkaufen als die Vorgängermodelle. Prune hat New Lost Wages im Griff und es gibt nichts, was du dagegen tun könntest. Wir gewinnen immer. Larry? Was hast du denn mit BJ besprochen? Ich habe ihn hier zufällig gesehen und dachte, ich hätte etwas gegen ihn in der Hand. Aber BJ hat recht. Die Daten, die du beschafft hast, sind unbrauchbar. Sie verraten keine Geheimnisse von Prune. Ich funktioniere nicht unter Druck. Jedenfalls kann ich weiter nichts gegen Prune unternehmen. Warum hast du Prune und BJ so? Ich habe bis vor kurzem bei Prune gearbeitet. Es schien mir nach meinem Studium ein tolles Sprungbrett zu sein. Und jeder will von Prune angeheuert werden. Aber ich habe schon bald festgestellt, dass mich dieser Job nicht ausfüllt. Wage es nicht, darauf etwas zu sagen. Außerdem hatte ich Hinweise gefunden, dass Prune etwas verbirgt. Und Prune durchdringt inzwischen das Leben aller Menschen. Bevor ich rausfinden konnte, was es ist, haben sie mich gefeuert. Jetzt versuche ich als Anwältin allen Unterdrückten zu helfen. Und nebenbei will ich herausfinden, was dieser BJ verbirgt. Wenn ich irgendwie selbst ins Hauptquartier eindringen könnte. Auch dazu sagst du jetzt nichts, Larry. Auf dem Stick habe ich etwas gefunden, was darauf hinweist, dass es in BJ Skyloft einen geheimen Server gibt. Aber das ist der am besten gesicherte Ort in ganz New Lost Wages. Völlig unmöglich für uns, dort reinzukommen.
Vielleicht bringt dich ein Date mit mir auf andere Gedanken. Vermutlich. Aber ich kann gerade keine Depression gebrauchen. BJ ist doof. Ja. Aber das Problem ist eher, dass er zu intelligent ist. Irgendwas stimmt da jedenfalls nicht. Er verhält sich immer so anders, wenn diese Faith in der Nähe ist. Mhm. Hast du eine Idee, wie man in Skyloft kommen könnte? Naja, man bräuchte BJs Zugangskarte und eine Menge Glück. BJ hat diese goldene Karte immer bei sich. Vielleicht könntest du noch mal zu Prune gehen und dich ein bisschen umhören. Ich gehe mal in mich. Ratsam. Okay, das heißt, wir müssen schauen, dass wir da diese goldene Karte von irgendwo daher kriegen. Hey, Dura, ich habe meine Zugangskarte verloren. Ich muss sofort in Skyloft. Ach, das geht nicht so einfach, weil die Sicherheitsprotokolle das nicht erlauben. Ja, das ist mir egal. Ich habe mich vorhin mit dieser blöden Anwältin getroffen und muss die Zugangskarte irgendwo auf dem Weg verloren haben. Prune Sicherheitsprotokolle Paragraph 34. Was? Wer hat denn so eine dämliche Regelung? Das warst du. Lass uns einen Augenblick Zeit. Wir bereiten ein. Irgendwo verloren? Muss ins Skyloft, aber da ist es nichts, ne? Dann schauen wir mal, dass wir darauf kommen, aber... Schauen wir sich da oben mal um. Wahrscheinlich hat sie nach unserem Date erstmal eine Pause gebraucht. Aber wenn der sagt unterwegs, dann muss das ja da irgendwo rumkugeln. Ne? Das heißt, wir gehen zurück. Und dann schauen wir sicherheitshalber schauen wir auf, bevor wir da jetzt überall herumeiern. Ne, da kann man gleich auch nichts Neues drücken. Kann man mit dem vielleicht selber reden? BJ hat seine Zugangskarte beim Streit mit Arno im Salon de Lézard verloren. Ich sollte danach suchen. Naja, dann ist die Karte irgendwo dort drinnen, ne? Dann wieder zurück. Das war letztes Mal schon eine Dummheit. Vielleicht ist BJs Zugangskarte in diesen engen Spalt geflutscht. Nein, ist sie nicht. Darunter könnte BJs Zugangskarte gerutscht sein. Nein, hier ist nichts. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Zugangskarte da drin gelandet ist. Nein, hier ist sie auch nicht. Hängt, wie es hängen soll. BJs Zugangskarte könnte zwischen den Ritzen verschwunden sein. Nein, nichts zu finden. Vielleicht hat BJ seine Zugangskarte hier verloren.
Tatsache, da ist sie ja. So, sehr gut. Was ich gefunden habe, BJ ist zu. Er muss sie hier verloren haben, als er mit ihr gestritten hat. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sofort zu Prune. Komm. Larry, komm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Benutze die Zugangskarte. Jetzt guckt nicht so doof aus der Wäsche und helft mir. Wir sind für die Sicherheitsfragen bereit. Na dann legt los. Also, Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Hier im Skyloft. Na wo sonst? Lieblingstier? Ich habe mein P-Phone schon mit BJs Computer verbunden. Wo ist denn das Kabel? Nein, drahtlose Datenübertragung. Das Ding hat sogar ein Modem eingebaut? Ich schaue mir die Daten auf dem Rechner an. Kommst du da einfach drauf? Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Verstehe ich nicht. Ich komme auf den Rechner, weil ich große Brüste habe, Larry. Ah, natürlich. Das ist aber seltsam. Ist das Modem kaputt? Das ist zwar BJs Rechner, aber es sind keine Firmendaten drauf. Aber es war unmissverständlich, dass hier im Skyloft sensible Daten sein müssen. Hier muss es noch irgendwas geben. Larry, schau dich um. Naja, da, ne? Hier kann man eine Art Code eingeben. War wohl nicht richtig. Das Teil ist eindeutig eine Nummer zu groß für mich. That's what she said. Hier kann man eine Art Code eingeben. War wohl nicht richtig. Hier kann man eine Art. Weiß man das? Die Eingabe war wohl nicht richtig. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Mit dieser Karte kann man das Skyloft im. Wäre das ein Gegenstand in einem Rollenspiel, hätte er mindestens eine lilane Schrift. Das Teil ist eindeutig eine Nummer zu groß für mich. That's what she said. BJs Computer ist gigantisch. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. BJs, aber es war un... Hier muss es noch irgendwas geben. Larry! Dafür brauche ich BJs Zugangskarte. Die haben wir ja, ne? Vielleicht verratet er uns unten dann irgendwas. Passwort. Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Lieblingsobst? Ich glaube, ich kann es mir denken. Sicherheitszeichen? B. Viermal das Ist-Gleichzeichen. D. Oh. Was ist jetzt? Ich glaube, ich habe mich vertippt. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Nee. Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Hier im Skyloft. Wo sonst? Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Lieblingsobst?
man eine Art Code eingeben. D. Viermal das ist Gleichzeichen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ein D. Was ist das denn für ein Teil? Super, Larry. Das ist ein geheimer Server. Was ist da drauf? Das sind alles interne Dokumente von Prune. Ich kopiere sie rüber. Also mach das. Großartig, Larry. Vielen Dank. Hier sollte auf alle Fälle etwas enthalten sein, was ich gegen Prune verwenden kann. Aber gern doch. Warte. Ich gebe dir erstmal die Höchstpunktzahl bei Timber und... Weißt du was? Ich hätte gerade Lust, BJs Schreibtisch zu... Willst du die Icons auf dem Desktop verschieben? Ich möchte wilden Sex auf seinem Schreibtisch haben. Ich habe mich schon gewundert, wie du mir so lange widerstehen konntest. Ja, ich habe mich so gut im Griff. Ich zeige dir mal was. Mhm. Weg hier, Larry. Schnell. Aber ich bin doch... Ich wollte jetzt... Anu, wo bist du denn? Was? Larry. Ich habe dich schon erwartet, Baby. Was machst du hier drin? Was soll das? Es wird Zeit für unser Date. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Da unten läuft gerade die wichtigste Keynote meiner Karriere. Und dann schlagen auf einmal die Bewegungsmelder hier im Büro an. Was hat BJ jetzt wieder für ein Chaos angerichtet? Hat er dich hier reingelassen? Ich kann mich jetzt nicht mit dir rumschlagen. Ach Gottchen. Komm schon. Lass uns. Ich befasse mich nachher mit dir. Klingt aber gut. Lass uns doch da jetzt rüber. Hier ist Anu. Ach so. Wo hast du dich versteckt? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh Gott. Und habe meinen BH als Fallschirm benutzt. Man findet immer noch. Ich habe schon einen Blick in das Material werfen können. Es sind alle technischen Details des neuen P-Phone darunter. Ich muss es von Fachleuten prüfen lassen. Aber ich glaube, es sind undokumentierte Funktionen darunter. Damit werden wir sie ranbekommen. Und wenn der Moment... Boah, jetzt geht's wieder zu im Daumenschlag. Oje, Hase. ...angeschlagen ist, tu dich nicht so viel ärgern. Damit vernichten. Anu? Heute letzter Tag. Aufgelegt. Jetzt habe ich doch alle meine Dates erledigt und müsste einen grandiosen Timber-Score haben. Pi, wie viele Punkte habe ich jetzt? 45. Was? Mit wie vielen Frauen müsste ich ausgehen, um auf 90 zu kommen? Bei Bestbewertung 774 Frauen. Dann mal los. Müssten die Timber-Daten nicht auf dem Server hier liegen? Bestätigt. Ich müsste mich also nur in diesen Server reinhacken und meine Punktzahl auf 90 setzen. Glaube ich, der Hase. Aber da ist noch eine Sache. Wir präsentieren heute das komplett neue P-Phone. Auf heute Mittag? Gehst du schon zu Mittag nach Hause, oder wie? Was es jemals gegeben hat. Wir haben jede Kleinigkeit verbessert. Die Ecken sind um 0,5% rund. Na bitte. Die Farbe ist komplett neu. Es gibt ein neues Hintergrundbild.
Wow. Der Server sieht schon etwas anders aus als damals. Wenn ich wüsste, über welche Schnittstelle ich in das System kommen könnte. Vielleicht kann ich helfen? Ja, gerne. Baue Verbindung zu Server auf. Nein, ich habe einen Termin. Überraschung für die. Ah, okay. Sehr gut. Das würde er wohl gern wissen. Piep, piep. Der alte Charmeur. Nehmt euch ein Zimmer. Ach, das ist nur mein Mensch. Der ist harmlos. Ich meine, piep, piep. Jetzt stellt schon meinen Timberscore um. Einen Augenblick. Piep, piep. Schon geschehen. Dein Timberscore ist nun 90. Na endlich. Jetzt muss Faith ihr Versprechen halten. Piep, piep. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe einen von deinen Anmachsprüchen benutzt. Da hat er sich sofort auf dem Schiff gemacht. Na sicher freue ich mich. Funktionieren halt nur, wenn man auch das passende Aussehen mitbringt. Oh. Warte mal, was ist da unten? Oh! Was zum Teufel soll das? Autsch! Larry, du verdammter Idiot. Diese Keynote muss perfekt sein. Du spielst jetzt mit. Ja, was für ein Auftritt. Ich bitte um großen Applaus. Zur Präsentation der Funktionen des neuen P-Phone begrüße ich hiermit unseren... Chief Erections Officer. Larry Leffer. Technologie verändert unser aller Leben und Technologie ist nur so gut wie die Software, die sie antreibt. Nicht wahr, BJ? Sympathisches Lachen. Ja, Larry, wir bei Prune legen nicht nur Wert darauf, dass unsere Software revolutionär ist, sondern das Leben aller Menschen verbessert. Wir bei Prune legen nicht nur Wert... Nächste Zeile, du Pfeife. Ach so. Von all unseren Apps ist es vor allem Timber, das Menschen zusammenbringt. Und ich freue mich, nun die neueste Version enthüllen zu dürfen. Mit diesem Gerät kommt auch die neue künstliche Intelligenz des P-Phone. Die veraltete Version unserer KI schicken wir nun in den Ruhestand. Sie ist obsolet geworden. Wie bitte? Dein Arsch ist obsolet! Nun, Larry, vielleicht kannst du das neue Modell einschalten, damit wir seine Vorzüge präsentieren können. Was? Du schon wieder? Willst du mich weiter quälen? Sei froh, wenn er dich nicht gleich löscht. Was? Wir sollten jetzt über die neuen Funktionen und vielen Updates des neuen P-Phone sprechen. Larry? Ich habe genug von Menschen. Nun, Larry, was ist denn das herausragende Feature der neuen Timber-Version? Aber das steht doch gar nicht da. Wegen dir muss ich improvisieren. Der serielle Report? Sicher. Besonders stolz sind wir, wie schnell die Bilder geladen werden. Wie lange dauert es nun? Unter 7 Sekunden? Larry? Ich glaube... Sogar schneller. Nun hat die neue Timber-Version auch ganz neue Kontaktmöglichkeiten eingebaut. Strip-Poker? Larry, vielleicht wäre es eine gute Idee, das Gerät auszuschalten. Aber das steht nicht auf dem Teleprompter. Genug! Hehehehe
Okay, Waschbecken, da fließt nichts ab. Oh, der Handtrockner funktioniert nicht. Waschbecken. Okay, jetzt können wir da diese Zeitung trocknen wahrscheinlich, ne? Okay, das heißt, wir müssen da so. Hmm.
So, ja. So, okay. Brauchen wir eine kurze Pause. So. Thank you.
So, weiter geht's. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Okay. Ich glaube, das ist nur ein Traum, was wir da gerade durchspielen oder sowas. So, gut. So auch nicht, ne? Das verlernt, bist du jetzt traurig? Gebt dir noch eine Chance. Wohin gehören Frauen? Fake News, alles in so einer Hexenjagd. Okay. So, und jetzt kommen wir gleich wieder in die reale Welt zurück oder sowas, ne? Ich verliere mich. Sehr gut. Das kann nicht sein. Er kommt wieder zu sich. Siehst du, war gar nicht nötig, einen Arzt zu rufen. So ein paar Stunden Ohnmacht sind doch ein Klacks. Was ist passiert? Das neue Pifon ist explodiert und du bist ausgenockt worden. Was? Das war alles nur ein Traum. Das war alles gar nicht echt. Klar, Larry. Jedenfalls ist wegen deines Auftritts der Aktienkurs von Plun ins Bodenlose gestürzt. Ja, besten Dank auch. Ist ja nicht so, dass wir von dem Job leben. Wo ist Faith? Die ist mit BJ abgehauen. Ich habe munkeln gehört, dass sie auf ihrer Yacht sind und sich auf BJs Villa in Cancun zurückziehen wollen. Hoffentlich haben sie dort eine Idee, wie sie die Firma retten können. Ich muss zum Pier. Verzage nicht, Faith. Dein Larry eilt dir zur Hilfe. Du hast alles verdorben. Du musstest nur dafür sorgen, dass dieser Larry uns nicht wieder in die Quere kommt. War das zu viel verlangt? Du bist diejenige, die ihn auf eine Mission geschickt hat, die alte Stadt auf seine Seite zu bringen. Okay. Fluch, du hättest ihn einfach von der Bühne schaffen können. Warum mache ich diesen Job wohl, Faith? Weil ich improvisieren kann. Ich bin das Gesicht von Prue. Ich bin es, den die Welt an der Spitze sehen will. Glaub mir, ich weiß inzwischen genau, was du für die Firma bedeutest. Und vielleicht wird es Zeit, dass sich hier einiges ändert. Wir legen ab. Verdammt, sie legen gerade ab. Von hier komme ich nicht aufs Boot. So viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ich warte mal ab, ob du selbst drauf kommst. Natürlich kommt man da selber drauf. Da geh mal rein. Ich glaube, da schwimme ich lieber hinter ihnen her. Du springst jetzt durch das Wollauge, Larry. Jetzt drängel nicht so rum. Los jetzt! Na gut. Ups. Das war knapp. Aber ich bin an Bord. Warte mal. Mist. Bei meinem todesmutigen Sprung sind mir alle meine Sachen aus der Hose gefallen. Okay. Oh nein. Pi? Keine Sorge, ich bin noch hier. Leider. Faith, ich komme. Die bekommst du niemals auf. Woher willst du das wissen? Ich habe die modernsten Sensoren. Wie lange dauert die Fahrt denn? Beim aktuellen Verkehr 3 Stunden und 47 Minuten. Verkehr? Kannst du mir ein paar Witze erzählen? Du meinst von der Sorte, kommt eine Frau beim Frauenarzt? Genau. Nein. Oh Gott. Kannst du mir ein paar Filme zeigen? Auf hoher See habe ich keinen Empfang.
Kannst du was singen? Sing doch selbst. Hm, das wird jetzt langweilig. Was könnte ich wohl tun, um die Zeit totzuschlagen? Naja, wir schauen uns einfach mal um. Dass du kein Sexroboter bist. Oder wenigstens eine Sexpuppe. Ach, vielleicht findest du hier ja sowas Ähnliches. Großartige Idee. Wasch dir wenigstens die Hände, bevor du mich dann wieder anfasst. Das vibriert. Da schauen wir doch mal rein. Nein, das bekomme ich so nicht auf. Ist fest verschlossen. Vermutlich, weil der Inhalt nicht so gesund ist. Ich frage mich, ob der Faith gehört. Okay, da haben wir mal das erste Ziel. Ding. Frachtraum kriegen wir so nicht auf. Keinen Fall auf. Ich muss mir wohl irgendwie die Zeit vertreiben, bis wir ankommen. Hm. Hier ist ein Brett lose. So einfach bekomme ich das nicht aufgehebelt. Na, ist ja kein Problem. Dafür haben wir unsere Brechstange. Klingt wie ich beim Hotdog-Wettessen. Also. Mit bloßen Händen bekomme ich den nicht auf. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da reinschauen möchte. Oh ja, da wollen wir reinschauen. Jay, bist du ein Vampir? Puh, das ist nur eine Puppe. Aber was für eine. Zwar nicht direkt eine Sexpuppe, aber vielleicht lässt sich daraus ja was improvisieren. Die DJ-Puppe trägt jetzt sexy Unterwäsche. DJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Mal schauen, ob auch drin ist, was draufsteht. Das fasse ich nicht an. Meine bisherige genetische Struktur und ich sind dicke Freunde. Okay, dann werden wir mit der Brechstange wahrscheinlich das aufklopfen müssen, oder? Hier ist filigraneres Werkzeug gefragt. Ja, dann tu das da rein. Es ist gut, so wie es ist. Kann man das da nicht rein tun? Nö. Filigraneres Werkzeug. Die Frachttür können wir damit noch nicht aufbrechen, oder? Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekomme ich nicht auf. Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens und das ist auch ganz sicher kein Robin. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Wenn ich jetzt über Bord gehe, könnte ich ertrinken. Und Faith wäre enttäuscht, weil sie dann kein Date mehr mit mir haben könnte. Okay, sorry, Jungs. Okay. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen.
Ja, aber wenn ich das... Das habe ich schon aufgemacht. Das hilft mir nicht. Stehende Kiste. Frachtraumtür. Beschädigte Kiste. Es gibt Dinge, die in doppelter Ausführung Sinn ergeben, aber eine Brechstange reicht mir. Die BJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schon nicht schlecht, aber irgendwas... Ja, das, was in dem Bäckchen drinnen ist, nur wenn ich das nicht aufmachen kann. So nicht auf. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Die bekomme ich auf keinen Fall auf. Ich muss mir wohl irgendwie die Zeit. Kannst du selber auch starten, die Spiele? Ja. Ja, und dann siehst du, was für welche Spiele gibt. Für ein paar brauchst du Coins und für ein paar brauchst du Kronkorken. Kronkorken ist, wenn man mir cheert, wenn man mir Geld schickt im Prinzip. Aber die meisten Spiele sind im Prinzip kostenlos. Ich sollte meine Kraft sparen. Frage? Du musst dann Ausrufezeichen und Frage machen, dann kannst du das Fragenspiel spielen. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Also dieses Aufruf, also... Ja, und Frage. Das fasse ich nicht an. Meine bisherige genetische Struktur und ich sind dicke Freunde. Frage, schreiben. Steht eben bei den Kommandos dabei. Das ist gut so, wie es ist. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Zusammenschreiben. Steht alles da. Besser nicht. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Die richtige Antwort war 17.2009. Ja. Muss ich nur 1, 2, 3 oder 4 die Antwort hinschreiben? Also nur 1, 2 oder 3 oder 4. Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens. Und das ist auch ganz sicher kein Robin. Hier ist filigraneres Werkzeug gefragt. Das ist gut so, wie es ist. Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens. Und das ist auch ganz sicher kein Robin. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekomme ich nicht auf. Filigraneres Werk. Naja, aber mehr kann ich da gerade nicht machen, ne? Die ist schon offen. Die Kiste hat auch schon bessere Tage gesehen. Das will nicht funktionieren, ne? Nur auf der Straße gerufen werden. Ich denke, welche neuen.
filigraneren Werkzeug, aber da gibt es sonst nichts, ne? Da, das haben wir schon, da haben wir auch schon. Ich meine, schauen wir es sich nochmal an, aber. Die hat jemand falsch herum aufgestellt. Einmal mit Profis. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Hier ist filigraneres Werkzeug gefragt. Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens. Und das ist auch ganz sicher kein Robin. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Was kann man denn da machen, sagt er mal. Hast du eine Idee? Besser nicht. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekomme ich nicht auf. Können wir das vielleicht irgendwie da rein nachmachen oder sowas? BJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schon nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Ein vibrierendes Päckchen. Ein Verdacht hätte ich ja. Nein, das bekomme ich so nicht auf. Ja, und da geht's sonst nirgends so weiter, ne? Wenn ich jetzt über Bord gehe, könnten. Ja, vielleicht starten wir dann neu. So, dann schauen wir mal. Nö, ist noch immer aufs Gleiche, aber ich. Keine das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das habe ich, ja. Dieses Brecheisen, das kann ich da aber nicht reintunken. Ich habe mir gedacht, dass wenn man das da vielleicht reintut, dass das dann zusammenschmilzt oder sowas. Das ist gut so, wie es ist. Kann ich nicht aufmachen, weil ich da ein kleineres Werkzeug brauche. Nur ich kann da nirgendwo mehr irgendwas anklicken. Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekomme ich nicht auf. Besser nicht. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens. Hier ist filigraneres Werkzeug gefragt. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das hilft mir nicht. Oh Gott. Was müssen wir da drücken? Brechstangen hoffen. Offenbar hat jemand einen Jahresvorrat an Brechstangen bestellt. Beschädigte Kiste. Da geht's aber eh nirgends von mir weiter, oder? Beschädigte Kiste. Ah, geht nicht. Frachtraum da hier schon angerissen probiert. Die bekomme ich auf keinen Fall auf. Ich muss mir wohl irgendwie die Zeit vertreiben, bis wir ankommen. Ne. Geht nicht. Kopfstehende Kiste.
Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Die BJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schon nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Die BJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schon nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Ein vibrierendes Päckchen. Nein, das bekomme ich so nicht auf. Wenn ich jetzt über Bord gehe... Das ist jetzt die Frage, ne? Na, schauen wir mal. Vielleicht sieht man da im Internet irgendwelche Tipps und Tricks. Oder? Glück herum. Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekomme ich nicht auf. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Ist schon offen. So, was sagt das hier? Große Kiste damit der Mitte aufmachen, einander ein schreiender Kuh und dann
Holzsplitter. Athen. Das ist ganz schön scharfkantig. Na sehr gut, na passt. Mit diesen Holzsplitter und mit dem können wir diese Kiste aufmachen. Der Holzsplitter könnte dafür scharf genug sein. So gefällt er mir. Aber was mache ich jetzt damit? Really? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Vibrationsdingens. Aber was machen wir? Ah, können wir den jetzt vielleicht da reintauchen? Warum eigentlich nicht? Mal sehen, was damit passiert. Hm? Da passiert nichts. Löder BJ. Was glaubst du da gebaut zu haben? Der Prototyp einer neuen Generation von Sexrobotern. Für den Markt der sexuell Frustrierten? Pi, wenn ich mich zu sehr reinsteigere und gar nicht aufhören will, dann sag mir Bescheid, wenn wir da sind. Pi? Hat sich wohl ausgeschaltet. Zur Sache, Schätzchen. So lange habe ich noch nie mit einer künstlichen Frau durchgehalten. Und es scheint dir Spaß gemacht zu haben. Pi? Hallo? Ist es vorbei? Du hast etwas verpasst. Sind wir bald da? Ortung leuchtet. Seid ihr dann so lieb und geht ihr wieder mit dem Muffis Gassi und sowas? Danke. Ich bin gleich bei dir. Ich werde dir helfen, Prune zu retten. Musst du Lulu machen, Rilly? Hä? Aber wo ist Faith jetzt? Ich sollte nach Einheimischen Ausschau halten. Vielleicht haben die sie gesehen. Ah, so, jetzt wären wir da. Und was können wir da jetzt alles machen? Na gut. Da ist kein Wasser im Eimer. Eins reicht mir. So, Zitronenbaum. Leer gepflückt. Leer gepflückt, okay. Nichts, was ich mitnehmen könnte. Okay. Wow, ich habe mich gestochen. Was? Wer steckt denn sowas in eine Sandburg? Ein gefährliches Pflaster ist das hier. Na, jetzt erklär mal, was haben wir? Oh, okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da geht es aber tief runter. Meine Sensoren registrieren dort dein Niveau.
während dort mein Niveau ist dort. Heiß. Heiß? Okay, können wir da vielleicht diese Avocados machen oder sowas? Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Okay. Das lässt sich nicht kombinieren. Sonst hätte ich keine Schanklizenz bekommen. Die sind da etwas komisch. Irgendwas mit Importbeschränkungen und Zöllen. Wie bist du hier gelandet? Ach, es schien mir ratsam, die Stadt zu verlassen, als die Gesundheitsbehörde anfing, an meinem Kraftbier rumzumäkeln. Dabei ist nicht mal jemand daran gestorben. Und die meisten Vergiftungssymptome sind schnell wieder abgeklungen. Damit war ich eindeutig im Visier des tiefen Staats und musste zu meiner eigenen Sicherheit das Land verlassen. New Lost Wages ist sowieso ein heißes Pflaster. Prun hatte ja schon die halbe Stadt übernommen und nun stehen sie kurz vor der Pleite. Nach deinem Auftritt bei der Präsentation haben die Pifon-Besitzer die Firma mit Klagen überzogen. Und dann ist diese Anwältin an die Öffentlichkeit getreten. Irgendwie hat die Insider-Infos bekommen. Woher sie die wohl hat? Jedenfalls hat sie offengelegt, dass Faith viel mehr in alles verstrickt ist, als die Leute bisher wussten. Dazu noch diese Katastrophe mit der Explosion bei der Vorstellung. Oh. Wenn Prun jetzt nicht schnellstens Schadensbegrenzung hinbekommt, ist der Laden am Ende. Was hat es mit der Villa auf sich? Die gehört diesem BJ von Prun. Als er reich wurde, hat er die halbe Insel gekauft und das Ding dahin gebaut. Er ist wohl nicht so oft hier. Derzeit allerdings schon. Kein Wunder. Und er hat eine Mauer gebaut, um die Einheimischen fernzuhalten. Nein, die haben die Einheimischen gebaut, damit sie ihre Ruhe vor den reichen Gringos haben. Hm? Ja. Bis später, Lefty. Lefto. So, das Kochbuch haben wir. Hier ist ein Rezept für Original Cancun Guacamole. Dafür braucht man eine Avocado, eine sonnengereifte Tomate, etwas Zitronensaft, frischen Koriander und eine Prise Salz. Alles klein schneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblingsessen von Cancun Alpakas. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt da. Hey, Finger weg! Warum? Als du letztes Mal mit einem Mischgerät hantiert hast, hatte ich das Gesundheitsamt an der Backe. Uff. Das warst aber schon selber, mein lieber Freund. Was servierst du hier? Cerveza de los Barbaros. Das sieht genau wie grünes Barbarenbräu aus. Es ist die neue Rezeptur, die du mir in New Lost Wages besorgt hast, Larry. Ist wirklich lecker. Aber diese kleinliche Gesundheitsbehörde interessiert sich ja nicht für den Geschmack. Jedenfalls habe ich noch etwas Salz und Zitrone dazu gegeben. Und geraspelte Echse für die Farbe. Man muss sich ja an die einheimischen Gepflogenheiten anpassen.
Weder ist mir kalt, noch habe ich Hunger. Und der Weihnachtsmann bin ich auch nicht. Ich soll das mitnehmen? Einfach so? Mit nackten Händen? Okay. Klar mache ich das. Die ist ganz grün und hart. Hallo. Warm heute, was? Oh nein, nicht noch so ein Gringo. Das war's mit der Nachbarschaft. Ich bin nicht Ringo, ich bin Larry. Larry Leffert. El Rey. Nette Insel hier. Das war sie einmal. Doch dann kamen die Gringos, haben sich hier breit gemacht und uns die Jobs geklaut. Wir haben eine Mauer gebaut. Und sie werden dafür bezahlt. Lefto ist ja ganz in Ordnung, aber wir können doch nicht alle Flüchtlinge aus New Lost Wages aufnehmen. Alles wird wieder einmal werden, wie es war. Wenn die Prophezeiung eintritt. Beißen die Alpakas? Nein, aber wenn du ihnen zu nahe kommst, werden sie dich mit einem Power Slam auf den Boden rammen. Was hältst du von Lefto? Er glaubt, wir lassen ihn in diesem... Was steht da an der Wand? Das ist unsere heilige Prophezeiung, die schon seit Jahrhunderten an dieser Wand steht. Die Wand sieht aber ziemlich... Wir investieren eben in Denkmal. Bis später, Elroy. Elroy! Was steht da an der Wand? Das ist unsere heilige... Kannst du sie übersetzen? Die Alpakas werden sich vor dem Mann in Weiß verneigen, der im Licht der Morgensonne steht. Und dann werden die Gringos von der Insel vertrieben und es wird Frieden einkehren. Was bedeutet das? Habe ich versehentlich Spanisch gesprochen? Es bedeutet... Das war jetzt sehr... Nette Insel. Das war's doch da. Wie alles... Okay. Bis später. Bis später, Elroy. Elroy. Im Mittelpunkt steht ein Mann in einem... Spricht mich irgendwie. Ich fürchte, die würden mich nur anspucken. Dafür habe ich wirklich keine Verwendung. Und das ist ausnahmsweise etwas, das ich nicht runterholen kann. Dafür habe ich wirklich... Und das ist ausnahmsweise... So, gut. Müssen wir da jetzt zurück? Wir werden wahrscheinlich diese Tomaten pflanzen müssen. Fruchtbare Erde, dann schauen wir uns sich einmal an. Da wächst nichts, was ich... So, pass auf. Dünger. Ein perfekter. Das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. So, und jetzt da, wenn wir dann noch die Tomaten, unreife Tomaten. Besser da. Nicht. Das wäre dem jungen Gemüse gegenüber unfair. Okay, das geht nicht. Kräuterbeet, schauen wir uns an. Vielleicht können wir da mal. Die Kräuter sehen alle unterschiedlich aus. Ich habe keine Ahnung, welche ich pflücken sollte. Steht da in dem Buch was drinnen vielleicht? Das hilft mir nicht. Hier ist ein Rezept für Original. Kann eine Avocado, Zitronensaft, Koriander und eine Prise. Alles kleinschneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblingsessen von Cancun Alpakas. Nur Wasser holen, so.
Ich weiß nicht, welche Kräuter er nehmen soll. Da geht es aber tief runter. Meine Sensor? Das kann man nicht wieder da befestigen, oder? Das ist gut so, wie es ist. Zitronenbaum? Leer gepflückt. Leer gepflückt. Kräuterbeet, er weiß nicht, welche er nehmen soll. Aber wenn wir das Buch vielleicht dazu verwenden. Ja, hier sind Bilder von den Kräutern drin. Mal sehen. Das müsste Koriander sein. Unreife Tomate. Sieht auf den Stein legen. Hoffentlich wird die hier nicht gekocht. Sie liegt jetzt auf dem Stein in der prallen Sonne. Das hilft mir nicht. Ein Kübel vielleicht drüber, dass er nicht in der prallen Sonne liegt. Besser nicht. Oh, ich hasse Rätsel mit Eimer. Hier strahlt die Sonne direkt drauf. Das hilft mir nicht. Flacher Stein. Hoffentlich wird die hier nicht gekocht. Also lassen Sie da mal liegen. Da muss ich ja auch irgendwas machen. Weder ist mir kalt, noch habe ich Hunger. Und der Weihnachtsmann bin ich auch nicht. Wofür wird hier eigentlich ein Kamin gebraucht? Eine Cerveza de los Bacos. Kommt sofort. Lass mich raten. Ich habe wohl vergessen. Naja, ich musste auch etwas übereilt nach Cancun umziehen und habe deinen Deckel vergessen. Fangen wir ein... Hier, bitte. Danke. Wie komme ich über die... Die ist unüberwindbar. Auf das Grund. Aber ich habe was davon gehört, dass es einen Geheimtunnel gibt. Allerdings dürften nur die Einheimischen... Einheimischen aus der Wüste, okay. Bis später, Lefty. Lefto. Eins steht fest. Ich werde das sicher nicht trinken. Wo ist Becky, wenn man sie mal braucht? So, dann fangen wir den. Weil der weiß sicher was über die Wand. Und Geheimtunnel steht aber nichts. Nette, das war doch danke. Ja, das haben wir schon gehört, haben wir schon gehört. Bis später. Zu schwer für mich. Sonnengereifte Tomate, na bitte, jetzt haben wir die Tomate. Die ist jetzt richtig sonnengereift. Brauchen wir eigentlich nur noch diesen Salz.
Jetzt sollte man das ja machen können, ne? Das lässt sich nicht kombinieren. Ja, ist ja klar, dass ich das nicht kombinieren lasse. Hier ist ein Rezept für Original Cancun, eine Avocado. Avocado haben wir. Etwas Zitronen, ja, haben wir. Frischen Koriander, ja? Und eine Prise Salz. Alles klein schneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblings. Das lässt sich nicht kombinieren. Alles klein schneiden. Okay, dann müssen wir zu dem Mixer gehen. Hey, Finger weg! Ich muss nur kurz was mixen. Ich kann nicht riskieren, dass meine Braukette beschädigt. Es geht um meinen Ruf. Ich habe hier ein tolles Guacamole-Rezept. Ach ja? Das wäre auch für mich interessant. Ich optimiere ihn für Alpakas. Die würde ich nicht gerade als... Hey! Ich muss nur kurz... Ich kann es gehen. Ich mache auch danach nicht gut. Lass mich das da jetzt drin mischen, sag ich mal. Ich muss nur gucken. Ich kann nicht. Es geht um mein. Ich habe hier ein tolles. Ach ja, das wäre auch für mich. Die Frauen stehen auch drauf. Na und? In diesen Schuppen. Okay, dann müssen wir das andere nehmen. Ich muss nur gucken. Ich kann nicht. Es geht um. Ich habe hier ein tolles. Ach ja, das wäre. Ich überlasse dir. Vielleicht würde das mein Geschäft richtig ankurbeln. Okay, dann mal los. Mach den Mixer nur nicht kaputt. Oh ja, alles klar. Wer macht denn eigentlich Tomate in die Guacamole? So, Tomaten haben wir drinnen. Zitrone. Salz. Eine Prise Salz. Avocado. Ob es gefährlich ist, dieses Ding aufzuschneiden? Ich schmeiße sie sicherheitshalber komplett rein. Und das. Koriander, sofern ich das Kraut richtig identifiziert habe. Das sollte alles gewesen sein. Dem Kochbuch zufolge sind nun alle Zutaten im Mixer. Jetzt muss ich alles noch mixen. Hoffentlich waren da keine Reste von Lefties neuer Bierkreation drin. Mit den Händen möchte ich sie nicht rausholen. Ich brauche ein Behältnis, in das ich die Guacamole einfüllen kann. Ich fülle die Guacamole in den Eimer. So, und jetzt gehen wir zu den Alpakas und geben denen das. Futter! Alle Alpakas antreten! Dafür ja. Habe ich wirklich keine Verwendung. Und das ist ausnahmsweise etwas, das ich nicht runterholen kann. Ja. Dafür habe ich wirklich keine Verwendung. Und das ist ausnahmsweise etwas, das ich nicht runterholen kann. Jetzt ist es in der Spritze. Ich hoffe, das Bier ätzt sich nicht durch. Das könnte reichen, ein Loch in das Segel. Das könnte reichen, ein Loch in das Segel zu ätzen, aber nur, wenn ich eine Schwachstelle finde. Das könnte reichen, ein Loch. Das könnte reichen, ein Loch in das Segel zu ätzen,
wenn ich eine Schwachstelle finde. Die ganze Geschichte hat noch nicht den Höhepunkt erreicht, aber ich spritze trotzdem schon mal ab. Okay, das war wirklich ätzend. Mal sehen, was passiert. Oh, er hat die Prophezeiung erfüllt. Er ist der Mann in Weiß. Wenn ich das gewusst hätte, verzeih mir, du sollst fortan bekannt sein als El Larry. Aha. Und jetzt ist dieser Kaktus. Warum sollte ich einen Kaktus essen? Es ist ein Teil der Prophezeiung. Der Mann in Weiß muss den heiligen Kaktus essen, damit seine Sinne geschärft werden und er der letzten Bedrohung entgegentreten kann. Immerhin klingt das überhaupt nicht mysteriös. Klar, her damit. Hier, nimm. Ziemlich salzig. Ich fühle... Das sind also geschärfte Sinne? Der Kaktus hat dir neue Fähigkeiten verliehen, El Larry. Du kannst nun mit den wundervollsten Wesen auf Erden reden. Hey, willst du was? Klar will ich was. Dann spuck mir doch einfach ins Maul, du Tier. Ja, gib mir Tiernamen. Du Kamel. Wow, du musst es natürlich wieder übertreiben. Ihr habt das mit dem Wrestling wohl falsch verstanden. Ich glaube, der Gringo kann uns verstehen, Compadre. Ay, Dios mio, was war in der Guacamole? Dann ist es also wahr? Ja, der Gringo ist der Larry. Verstehe ich nicht. Erlaube es uns, dass wir uns vorstellen. Wir sind Alparca und El Ingulado. Es ist unsere heilige Pflicht, dem Auserwählten den Weg zu weisen. Ein Geheimgang führt durch den Kamin in Los Leftos hinter die Mauer. Um ihn zu öffnen, musst du einen uralten und verborgenen Mechanismus betätigen. Einen Hebel neben dem Kamin. Begib dich zur Villa und erfülle dein Schicksal. Hast du das alles verstanden? Ins Feuer springen, in Rauch verwandeln, durch den Schornstein fliegen, verstanden. So in etwa. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Danke. De nada. Das muss der Mechanismus sein, von dem die Alpakas gesprochen haben. Ein geheimer Durchgang. Das muss BJs Villa sein. Die Alpakas haben gesagt, dass ich mein Schicksal erfüllen muss. Ich komme. Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Ja, sonst denken die Leute, ich hätte was mit dir zu tun. Was ist das denn für ein Ding? Oh nein, die würde mir wahrscheinlich den ganzen Arm abbeißen. Ich habe die Lektion gelernt, dass man die Finger nicht sofort in jede Öffnung stecken sollte. Na gut, dann schauen wir weiter. So nicht. Sonst noch irgendwas? Rauf, geh mal das erste Mal rauf.
ungewöhnlich große Radierung mit, den immer. Zu fest an der Pflanze. Ich bekomme sie nicht ab. Ja, bekommt die nicht ab. Naja, na gut. Dann schnell zu runter. Sehr buschig. Das hilft mir nicht. Gut, so geht's mal nicht weiter. Zurück zur Villa. Und dann müssen wir da reingehen. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg in die Villa finden. Wir müssen einen anderen Weg in die Villa finden, okay. Einen anderen Weg in die Villa. Hingeritztes Fenster. Durch dieses Fenster könnte ich in die Villa gelangen. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Und dann müssen wir irgendwie... Ist da in dem Boot vielleicht was drinnen? Nichts da. Ich bin froh, hier zu sein. Mal sehen, was passiert. Wow, das Ding hat der Pflanze das komplette Wasser entzogen. Jetzt ist sie ganz schön schlapp geworden. Okay. Ist leichter, als ich erwartet hätte. So. Und mit den Dingen können wir jetzt unwahrscheinlich. Jetzt nehmen wir das und stopfen das da rein. Nicht zu nah. Ja, das sollte passen. Scheint ihr geschmeckt zu haben. Jetzt kann ich draufklettern, aber dieses Fenster ist zu. Durch dieses Fenster könnte ich in die Villa gelangen. Ah, jetzt beginnen wir mit die... Jetzt brauchen wir den Rad. Erst! Trottelhund. Jetzt habe ich's. Ich muss einfach nur. Das war alles sehr merkwürdig, aber das Fenster ist jetzt offen. Sieht sicher aus. Naja. Also, wie bin ich denn jetzt? Ach, auch egal. Dann mal los. Faith, ich komme. Wow. BJ hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ah, oh, verdammt, ich komme nicht nach unten. Diese Seite der Treppe wurde gerade gewischt. Und die andere frisch gestrichen. Was soll ich jetzt machen? Faith, ich will mich entschuldigen. Warte! Sie reagiert nicht. Da ist sie! Baby, warte! Warum hört sie mich nicht? BJ darf mich nicht finden. Was ist mit BJ? BJ muss Faith bedroht haben oder so etwas. Die Arme. Der wird was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Was mache ich denn jetzt? Hey,
Süße, jetzt warte doch mal. Ich muss in den Geheimraum. Sie ist nicht wieder hochgegangen. Sie muss irgendwo hier unten sein. Hört sich an, als wäre etwas dahinter. Hört sich an, als wäre etwas dahinter. Das würde nur zu Splittern führen. Ein geheimer Schalter. Da war eine Tür dahinter. Die ging einfach auf. Dahinter ist alles dunkel. Ja, dann geh da rein. Ich komme. Autsch! Oh! Larry, Hilfe! Ah, bist du wieder wach? Gut, du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Das neue Pifo wäre mein Meisterstück gewesen. Damit hätte ich die Hirnströme aller Menschen kontrolliert. Ihr Denken, ihren Sexualtrieb, ihre Gesinnung. Und ich hätte es so aussehen lassen können, dass in Wirklichkeit Faith hinter allem steckt. Aber deinetwegen ist nun alles schiefgegangen. Faith, ich habe jetzt genug Timberpunkte. Ich werde alles in die Luft jagen. Es werden keine Beweise zurückbleiben. Und diese ganze Katastrophe wird man dir in die Schuhe schieben. Damit du die Sekunden bis zu deinem Ende runterzählen kannst, Larry. Nun. Immerhin sind wir jetzt alleine, Faith. Larry, du verdammter... Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden. Ich habe dir diesen blauen Gummibärensaft mitgebracht. Und Red Bull. Achso. Ja, genau, Powerade. Bitteschön. So. Einfach so bekomme ich das nie auf. Vielleicht finde ich etwas, womit ich das Schloss öffnen kann. Okay, wir haben wieder mal nichts im Inventar drin an. Ganz ruhig, Larry. Was war das? Der Kaktus hat dir eine Vision geschenkt. Was für ein Besch... Es war aber... Du hast nun... Jetzt brauchst du nur noch den Schlüssel. Ich hatte das... Nein, der hier. Wofür ist der? Dieser Schlüssel ist die Rettung. Dann nehme ich ihn mit. Feigling. Okay, wieder hier. Elray hat gesagt, dass ich erlebt habe, was geschehen kann. Aber nicht, was geschehen muss. Diesmal werde ich BJ aufhalten. Und Faith, ich muss in die Villa. Aber hier sieht es irgendwie anders aus als vorher. P, was ist los? Du bist die ganze Zeit... Mir wird das langsam alles... Da ist irgendwas drin. Auf keinen Fall gehe ich da näher ran.
So, dann gehen wir da jetzt drauf. Noch ein riesiges Teil. Keine Chance. Steckt zu fest im Boden. Und weichen wir im Boden an. Besser nicht. Das hat den Boden aufgelockert. Zum Glück kenne ich mich so gut in Physik aus. Oder, Geologie. Was war das mit den Felsen? So, jetzt nehmen wir ein Paddel. So schnell nicht mehr raus. So, jetzt nehmen wir das und klopfen da die Scheibe das damit an. Ja, das Fenster ist jetzt offen. Ja, dann. Dann mal los. Faith, ich komme. Diesmal aber wirklich. Genau wie in der Vision. Aber wo ist Faith? Ich muss nach unten in den Geheimraum. Faith? Hier ist sie nicht. Oh Gott, wenn ich mir das bloß gemerkt hätte. War ich links abgebogen? Hier war ich doch schon mal. Wo ist der Geheimschalter hin? Jetzt steht hier eine Statue von Faith? Ich muss den Schalter finden. Ja, dann greif auf den Schalter, ne? Ich bekomme das Gemälde nicht auf. Irgendwo muss doch der Schalter sein. Was ist denn hier los? Das war wohl die falsche Tür. Die wurden gerade gewischt. Da komme ich niemals runter. Das ist aussichtslos. Die Treppe ist frisch gestrichen. Ja, dann gehen wir da wieder runter. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo anders ein Hosenstall. Da kann man. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Da ist der. Da bist du. Hoffentlich endet das nicht so wie letztes Mal. Na, dann geht er rein jetzt. Faith, ich komme.
bist wieder wach? Gut, du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Alles hat so gut funktioniert. Niemand hat gewusst, was für eine Flachpfeife BJ eigentlich ist. Hey! Ich konnte mich im Hintergrund halten. Aber das ist jetzt vorbei. Hm? Moment. Was? Ich weiß, du bist schwer vom Begriff. Was soll das? Warum sperrst du BJ ein? Weil er komplett unfähig ist. Ich habe ihm alle möglichen Beschäftigungen gegeben. Er durfte die Farben für die Geräte aussuchen, die Styroporsorten für die Verpackung. Er durfte seine Fresse in jede verdammte Kamera halten und sich als der große Chef von Prune geben. Hauptsache, er lenkt von mir ab. Hab ich ja auch. Immer wieder hat er bei Prune für Chaos gesorgt. Die Sache mit den falsch rum eingebauten Antennen im vorletzten P-Phone. Da habe ich ihn nur 5 Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Dann ist er immer wieder verschwunden und wir mussten ihn am nächsten Morgen in irgendeiner abgehalfterten Bar in New Lost Wages aufsammeln. Und so hat er auch den Prototypen verloren. Und das ganze Elend nahm seinen Lauf. Anders gesagt, so bist du erst in unser Leben getreten. Leider. Aber er ist doch der Chef. Er ist eine Marionette, nichts weiter. Also habe ich BJ angeheuert. Einen abgehalfterten Schauspieler. Es musste schließlich ein Mann ganz oben stehen. Irgendwann habe ich es genossen, alles aus dem Hintergrund lenken zu können. Aber wegen dieses Chaos, das du angerichtet hast, steht meine Firma am Abgrund. Und BJs Zeit ist vorbei. Überlegst du dir das doch nochmal mit dem Date? Vielleicht? Ja. Nein. Solltest du nicht den bösen Plan haben, das P-Phone als Überwachungsgerät zu nutzen und alle Menschen kontrollieren zu wollen? Was meinst du damit? Das tun wir doch längst. Alle Leute überlassen uns ihre Daten freiwillig. Und die Sensoren des P-Phone zeichnen alles auf. Alles, was ich gesagt habe? Glaub mir. Ich weiß mehr über dich, als ich jemals wissen kann. Es wird mich einige Mühe kosten, dich wieder zu vergessen. Aber keine Sorge. Das wird mir schon gelingen. Genug jetzt. Sage ich doch. Was für ein Schwächling. Wie passend, dass ihr beide nebeneinander verrotten werdet. Hier findet euch niemals irgendjemand. BJ war ein Fehler. Ich hätte ihn schon früher austauschen sollen, als er durchgedreht ist. Wäre das nicht auch ein Job für dich? Schließlich hast du Durchhaltevermögen bewiesen. Ich nehme den Job. Das hättest du wohl gerne. Nein, Larry. Du wirst hier dein Ende finden. Nö, werden wir nicht. Ach, dafür war der Schlüssel also. Wie kommen wir hier raus, BJ? Lass mich zurück, Larry. Ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden. Oh, geht klar. Mist, ich bekomme sie nicht auf. In der Vision vorhin hat BJ damit den Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Ich hoffe, jetzt ist es nur der Türöffner. Sehr gut. Ich muss einfach nur auf meine Instinkte vertrauen. Faith, ich komme. Faith, hier ist sie nicht. War ich nicht links abgebogen? Nicht zu nahe. Dein Timberstand ist mir egal. Du bist schlimmer als BJ. Also, wie war das nochmal mit dem Job?
zwing mich nicht, dich hier runterzuwerfen. Das ist doch alles nur ein großes Missverständnis. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Mit dem Türöffner. Ich meine aus dem... Moment, was für ein Türöffner? So ein roter Knopf? Der rote Knopf? Das ist nicht der Türöffner. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, den Knopf direkt neben der Tür anzubringen. Faith, was hast du getan? Du Idiot hast die Selbstzerstörung aktiviert. Niemals. Moment, war nicht BJ noch im Haus? Dann ist er jetzt Chashlik. Faith! Geh nach links. Das war knapp. Larry, trotz allem hast du mein Leben gerettet. Du bist zu schön, um platt gemacht zu werden. Larry. Ich glaube, wir sollten... Und das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Traurige Geschichte. Aber wenigstens lebt sie noch. Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie gefunden habe. Sie hat versucht, dich zu töten. Mehrmals. Meine Güte, was sind die im 21. Jahrhundert alle empfindlich? Und BJ war im Haus, als es explodiert ist? Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Ein Bier. Ach was? Drei. Wie hast du dich befreit? Der Käfig ist beim Aufprall zerschellt. Und du, Larry? Was machst du jetzt? Keine Ahnung. Wie ist das jetzt mit dem Bier? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für dich wäre. Wer eine Explosion überlebt, verkraftet auch dein Bier, Lefty. Na gut. Oh, neue Matches bei Timber. Lass stecken, Larry. Okay. Each and every single day, Larry wants it right away. Larry has a crush on me. Oh my god. Na, sehr gut. Wird zum Sexy mal wieder nicht kommen, ne? Larry has a family. Larry, oh Larry, is happy with his life. He has so many kids and a nice and gently wife.
Larry. Sehr schön.